Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Batman Arkham Knight. Und ja, hat man Lust gehabt auf das Projekt? Und wir haben ja jetzt schon fast alle, außer jetzt Batman Arkham Knight, haben wir schon, ja, durchgespielt. Da ist ja der Joker. Doch, den verbrennen wir wohl. Ah, stimmt, weil doch im Batman Arkham City doch dieses Virus doch hatte, oder? War das nicht so? Ich glaube, das war das so. Das weiß ich nämlich noch. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Okay. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Okay, Halloween Party beim Diner, okay, das ist ja cool. So, ich freue mich schon erst auf das Projekt. Ich hoffe mal, dass ich diesmal auch alles hinbekomme. Hab's auch privat einmal durchgespielt, um halt zu gucken, wie es halt so läuft. Und ja, mal schauen. Kein Problem. Oh, danke sehr. Und? Was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie es nicht meiner Frau. Wie Sie meinen, Officer. Oh, und falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Man lässt sie beim Essen zu stören, Officer Owens. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier, ich kläre das. Okay, dann klären wir das mal. Wer raucht denn hier im Diner? Ja, schätze mal der. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Wow, okay. Was passiert denn da jetzt? Alles frisch auseinander. Oh nein. Schon die Pistole? Nein! Lass mich los! Nein! Ah, super. Menschen, die gerade noch ihr Essen genossen, wurden urplötzlich in ein Gemetzel verstrickt. Unter den wenigen Überlebenden befindet sich auch... Diese Demonstration
hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Scarecrow. Nun gut, okay. Er spricht Panik aus. Scarecrows Plan ging auf. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Kriminelle. Und Schlimmeres. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. Mann, was für ein Chaos. Okay. Dann müssen wir wohl wieder ran, als Batman, die Sache wieder zu regeln. Und mal schauen. In nur 24 wie wir das jetzt anstellen. Die Kontrolle über die Stadt. Heute bin gespannt. Hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. Ich hab echt Bock auf das Spiel. Mal gucken. Wir müssen jetzt so GCPD. Leider ist es das letzte Batman Arkham Spiel, was rauskam. Finde ich recht schade, aber nun gut. Hoffentlich kommt ja vielleicht eins. Aber was ich gesagt nicht richtig glaube, aber nun gut. Ich will mal kurz was machen. So. So, dann schauen wir uns das uns mal ein bisschen an. Was ist mit all dem Regen? Was da jetzt los ist. Wie gesagt, ich mache nur die Story. Also es gibt hier auch viele Nebenaufgaben, aber ich mache wie gesagt nur die Story. Darauf habe ich halt nur Lust. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, M-1033 im Sektor 2. Vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer am Boden. Hey, Batman. Jedes verdammte Mal. Okay, haben wir jetzt einen Einsatz? Das drehen wir den schon irgendwie hin. Oracle. Wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay, ich schick dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig. Da draußen sieht's nicht gut aus. Okay, auf geht's. So, gehen wir da rüber. Zu den vermissten Polizisten.
anderes geplant. Oh. Ja gut, die... Es wird zwischen rein immer gequatscht, also nicht wundern, falls ja, immer mal zwischengeredet wird. Ist hier halt leider normal. Kann ich halt leider auch nicht ausstellen. Aber na gut, wir werden schon irgendwie damit zurechtkommen. Und erstmal gehen wir erstmal hier hin. Und ein bisschen Ruhe sorgen hier. So. Oh. Bei den Rot muss man immer erst aufpassen. Blau ist okay, also da kann man halt gut ausweichen. So. Aber Rot ist natürlich nicht so praktisch. Besiegt, sehr gut. Gut, das ging ja noch. Auf geht's zum Officer. Ja. Sie sind sicher. Danke, Batman. Ich dachte, Sie würden mich Die Stadt wurde überrannt. Wir haben keine Chance. Bleiben Sie hier. Jemand wird Sie abholen. Okay. Was machst du da? Die Chancen ausgleichen. Kommen wir mal runter. Batmobil, was richtig geil aussieht. Also der gefällt mir echt, der neue Batmobil. Sieht richtig hammer aus. Das Modellauto wäre richtig nice. Aber nun gut. Hab ich halt noch nicht. Oracle, ich muss das Militärfahrzeug verfolgen. Ein Streifenwagen hängt dran. Ich leite die Position weiter. Boah, der sieht ja richtig hammer geil aus. Okay. Auf geht's. Ruf deine Männer zurück. Fangen wir mal dorthin. Und dann coolen Batmobil. Verhör den Scarecrow. Okay, Informationsseite von Scarecrow. Okay. Die haben mit einer Panzerfaust auf uns geschossen. Wer zur Hölle sind die? 5-6, sofort zurückziehen. Wow. Das ist ein Befehl. Das Batman. Warte, ich muss erst. Genau, jetzt kann ich drauf schießen. Aber. Keine Sorge, Jeff. Und noch einmal noch, dann haben wir es. Mal schön auswaschen, also versuchen auszuwaschen. Das war recht einfach. Das Fahrzeug wäre erledigt. Ich muss den Fahrer ausquetschen und rausfinden, was er weiß. Ups. Schon mal ein bisschen. Nochmal ein bisschen damit auskennen, nochmal. Also halt ein bisschen. Weil ich hasse jetzt, was ist. Wo ist Scarecrow? Fahr zur Hölle! Wo ist er? Ich hab dir nichts zu sagen, Batman. Rede! Oder ich werde dir alle Knochen brechen. Okay, okay. Er arbeitet von einem Penthouse in Chinatown aus. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Wenn du lügst, breche ich dir den anderen. Den anderen was? Aber er hat den, glaube ich, gebrochen. Ah. Das ist Explosivgel? Kann das sein? Sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an. Klar. Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrows neues Toxin. Eine nicht kontaminierte Probe. Kein Scherz. Ich bereite eine chemische Analyse auf dem Bat-Computer vor. Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf. Ich starte ihm einen Besuch ab. Hoffentlich ist das der Durchbruch, den wir brauchen. Okay, auf geht's zum Scarecrows Versteck. So, mal schauen. Wir müssen darüber. Ah, darüber, okay. Habe ich nicht so richtig gesehen. Auf geht's. Besuchen wir ihn mal ein bisschen. Vielleicht sagt er ja irgendwas. Wie lange behalten wir sie da drin? Bis wir den Befehl kriegen, Gas reinzulassen. Gebt euer Bestes. Die Langeweile bringt mich um. Oh, keine Sorge, du bekommst schon, was du verdienst. Oh. Ey. Solltet euch mir auch eure Sicherheit sparen. Hier wird nicht geschlagen, sondern
gerne euch selber. Kommt schon, Leute. Ist alles, was ihr drauf habt, oder ist alles nur Sprüche? Wir erledigen Batman. Ich sehe hier gerade gar nichts davon. So, das war's. Die Kammer an. Ich will, dass du die Angst zu spüren bekommst. Hör zu, Patrick. Wir gehen jetzt hier raus. Schön langsam. Wenn du was Dummes versuchst, blase ich dir den Schädel weg. Bezaubernd. Aber nur einer von uns verlässt diese Zelle. Nein! Übernatürliche Immunität. Tja, Poison Ivy. Die Frau mit dem richtig vielen Pflanzen. Tja, ja. Ich sag jetzt eben nichts dazu, aber checkt mal, wie alle Männer wissen, was wir jetzt sagen. Kein Hallo. Sag schon. Und wenn ich keine Lust habe? Dann brennt jede Pflanze in Gotham. Alles begann mit dem Treffen. Welches Treffen? Alle waren da. Pinguin, Two-Face, Riddler, sogar Harley. Scarecrow hatte angeblich einen Plan. Wir würden dich gemeinsam erledigen und Gotham würde dann uns gehören. Nur über meine Leiche. Genau das war wohl der Plan. Ich sagte, seine lächerlichen Spiele interessieren mich nicht. Als ich zu mir kam, war ich plötzlich eingesperrt. Wie schade, dass sein widerliches Toxin bei mir nicht wirkt. Die Natur siegt immer. Wird es je lernen? Du kommst mit mir. Hättest nur Fragen. Tja, war wohl ein Versuch. Ivy, hä? War wohl ein Versuch. Was ist los? Oder was denn das? Das Ziel, Sir. Er ist umzingelt. Keine Bewegung. Bist du sicher, dass er es ist? Bestätigt, es ist Batman. Sir, der Panzer, den Sie haben, ist unbemannt. Gut. Dachte, das würde schwer werden. Ein Panzer reichte schon. Okay. Lassen wir jetzt gerade mal aus. Versuchen wir uns mal hier ein bisschen zu verteidigen. 60 mm Geschütz, einsatzbereit. Aufstandsbekämpfung aktiviert. Ja, das war's. Sind hier noch welche, Batman, oder? Ich habe 6 unbemannte Panzer gesichtet, die sich durch Chinatown bewegen. Die sind jeden Moment da. Da kommen, glaube ich, noch welche, oder? Ah ja, da haben wir echt lange gebraucht irgendwie. Ich wollte schon sagen, hier kommt noch was, oder? So, ich habe nicht vergessen, auch noch sehr gut aufzuleveln, das Batmobil. Das wird dann später echt gut, dass wir das dann aufleveln. Also, ja, verbessern meine ich. Sehr gut.
müssen gehen. Ein Meister der Untertreibung, wie immer. So, dann nehmen wir schnell zum GCPD-Gebäude. Woher diese Panzer kommen? Mehrere Transporthubschrauber bewegen sich ins Stadtinnere. Mehr sind auf dem Weg. Aktiviere die Waffendiagnose des Batmobils. Wir ziehen den Krieg. Okay. Wo ist es? Da drüben, okay. Wir gehen aus dem Weg. So, Poison Ivy ist jetzt bei uns drin. Okay. Muss ich das jetzt machen? Okay, der Pump. Oder ich würde sagen, Leute, das machen wir lieber im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Part geht es dann weiter. Und ja, dann machen wir dann diese Herausforderung. Oder wisst ihr was, Leute? Wir machen es einfach schnell. Machen wir es einfach doch schnell. Sorry, aber wir machen es doch schnell. Waffenenergiesystemdiagnose online. Stufe 1. Ziele zerstören, um die Waffenenergie aufzuladen und das Raketensperrfeuer zu aktivieren. So, einmal hier. So. Dann ist doch schnell. Ich wollte jetzt Part beenden, aber es geht ja schnell. Stufe 1 bereit. So. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 2. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 Ziele gleichzeitig zerstören. Okay, wir müssen jetzt auf Stufe 2 bekommen. Mal ein bisschen. So, noch einer, glaube ich, noch. Sehr gut, und jetzt. Sehr gut, haben es geschafft. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 3. Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Nein. Aber den gerade ausschalten. Ja, hallo. Fahr nicht weg. Der fährt einfach mal weg. Ja klar, weicht aus. Wo ist der nächste? Sehr gut, jetzt können wir 1, 2. Okay, haben es geschafft. Okay. Aber natürlich fortfahren. Batman, ein Transporter setzt Panzer bei den Panessa-Studios ab. Ich habe das GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. Schnell dahin. An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. So sind ja gleich da. Gut, zum Glück war es schon gut aufgeladen. So. Noch die drei. Geschafft. Oh mein Gott. Jim, sag deinen Männern, dass sie wieder patrouillieren können. Panzer sind kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die letzten. Glaube ich kaum. Lass die Isolationszelle im GCPD vorbereiten. Ich bring Ivy hin. Okay, ab geht's weiter. Jetzt schnell zum GCPD. Sonst kriegt er uns! Keine Chance! Gut, dass
dass du da bist, Batman. Bring sie nach unten in den Zeltbereich. Oh. Okay. Können wir jetzt schon durch. Ja, mein Fasti ist jetzt nicht so prickelnd. Fortschritte bei der Analyse des Angsttoxins? Wird etwas länger dauern. Komm zum Uhrenturm, wenn du soweit bist, und ich zeige dir, was ich bisher habe. Wo hast du denn fahren gelernt? Okay. Scarecrow wird dich fertig machen, Batman. Ernsthaft? Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Ziviler Ungehorsam? Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung. Seht mal, wer da ist. Ivy, das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Oh toll, noch eine Zelle. Okay Leute, ich würde sagen, ich bin hier mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich spart geht's dann weiter. Und wenn es euch natürlich gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Bis nächstes Mal von Batman Arkham Knight.